Noch immer keine heiße Spur von Mirko. Die Suche nach dem vermissten 10-Jährigen aus Gräfrath läuft nun schon 4 Tage. 1000 Polizeibeamte waren am Dienstag im Einsatz. Aus ganz Nordrhein-Westfalen wurden Spürhunde zusammengezogen. Hubschrauber unterstützten die Suche. Willi Thewissen von der Polizei Mönchengladbach. Wir haben heute den Suchbereich deutlich ausgedehnt auf den südlichen Kreis Kleve. Da das ein sehr großes Gebiet ist, haben wir so viele Leute im Einsatz. Mirko wird seit Freitag vermisst. Er war zuletzt nach 21 Uhr gesehen worden. Das Fahrrad, mit dem der Junge unterwegs war, hat die Polizei in einem Acker gefunden. An der Stelle war auch ein verdächtiges Fahrzeug gesehen worden. Von dieser ersten Spur erhoffen sich die Ermittler viel. Es stand gestern Abend über 100 Hinweise aller Art aus der Bevölkerung eingegangen, die uns zum Teil sicherlich auch weiterhelfen, aber es ist nichts dabei, was uns unmittelbar zum Täter führen könnte. Wir warten immer noch dringend auf Hinweise zu dem verdächtigen Pkw, dass wir da nähere Angaben zu bekommen, um da eine Rasterfahndung einleiten zu können. Da Mirko nun schon seit 4 Tagen vermisst wird, geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Eine 45-köpfige Sonderkommission ermittelt.